Moin moin liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Sylt TV, dem Inselfernsehen. Der deutschlandweit bekannte Syltlauf war das sportliche Ereignis des vergangenen Wochenendes. Am Abend vor dem 29. Syltlauf gab es im Westerländer Kongresszentrum traditionell die große Nudelparty. Für alle Teilnehmer gab es Nudeln bis zum Abwinken. Die Läufer nutzten die Gelegenheit, um ihre Kohlenhydratspeicher aufzufüllen und die letzten Infos zum Lauf abzufragen. Der TSV Tinnum 66 hatte alles perfekt organisiert. Der Syltlauf ist seit vielen Jahren einer der beliebtesten Läufe in Deutschland. Die Sportler kommen aus allen Bundesländern in den hohen Norden, um sich sportlich zu messen. Die Startplätze sind jedes Jahr heiß begehrt und ebenso schnell vergeben. 1.364 Sportler nahmen diesmal teil und gingen auf die 33,33 Kilometer lange Strecke mit dem Start in Hörnum und dem Ziel in List. Landrat Dieter Hasen gab pünktlich um 10 Uhr den Startschuss ab. Trotz der Widrigkeiten im Vorfeld, die Laufstrecke war durch den langen und frostigen Winter in einem schlechten Zustand, ging der Lauf reibungslos über die Bühne, dank der unermüdlichen Arbeit des Sportvereins TSV Tinnum 66. Zusammen mit den Gemeinden wurden die Schäden rechtzeitig beseitigt. Bei schönstem Frühlingswetter und Sonnenschein konnten die Läufer in diesem Jahr unterwegs die Sylter Landschaft genießen. An 5 Verpflegungsstationen wurden die Sportler vom Publikum kräftig angefeuert. Am meisten war natürlich auf der Westerländer Promenade los. Auch entlang der Strecke hatten sich viele Lauffans postiert, um die Sportler zu unterstützen. Bei den Herren setzte sich Torben Detlefsen vom Borener SV gegen die Konkurrenz durch, in der fabelhaften Zeit von 2 Stunden und 11 Sekunden. Die Husumerin Manuela Sporleder gewann den Syltlauf in der Zeit von 2 Stunden, 18 Minuten und 30 Sekunden souverän und das bereits zum dritten Mal.